Die Fußballwelt trauert um Jürgen Grabowski. Der Weltmeister von 1974 ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Das gab sein ehemaliger Verein Eintracht Frankfurt am 11. März bekannt. In der Mitteilung des Clubs heißt es von Vereinspräsident Peter Fischer: Dass Jürgen Grabowski verstorben ist, ist für uns alle unbegreiflich. In seiner aktiven Zeit war Jürgen Grabowski vielleicht der vollkommenste Spieler, der für die Eintracht gespielt hat. Seine Aura wirkt bis in die Gegenwart, betont Vorstandssprecher Axel Hellmann. Weiter heißt es, Grabi, der so gerne bei den Spielen unserer Eintracht dabei war, war generationsübergreifend identitätsstiftend für den Verein. Grabowski sei in den vergangenen Jahren gesundheitlich angeschlagen gewesen. Weitere Details zur Todesursache oder der Erkrankung machte der Verein nicht. Nachdem Grabowski mit Deutschland das WM-Finale von 1974 gewann, beendete er seine Karriere in der Nationalmannschaft. Insgesamt bestritt er 44 Länderspiele. Für die Eintracht lief der Spielmacher in der Bundesliga mehr als 400 Mal auf. Mit Frankfurt konnte er 1974 und 1975 den DFB-Pokal sowie 1980 den UEFA-Cup gewinnen.